Willkommen zurück zum nächsten Bosskampf hier in Elden Ring und wir machen heute den Boss aus den Katakomben der Kriegsopfer und da gehen wir jetzt mal rein und da ist wieder ein stinkender Baumgeist. Der hält es aber ordentlich aus diesmal, muss man dazu sagen. Er ist schon einer der krassen Baumgeister. Ah, der hält es echt super ordentlich aus. Aber der hat natürlich auch hätte ich ihn gerade setzen können, den Schlag. Er hat natürlich auch eine gute Angriffsfläche, sage ich jetzt mal. Aber wenn er einen trifft, ist natürlich hardcore. Jetzt gerade da reinzugehen. Ja, das zieht die Ball schon echt ordentlich ab. Könnte ich vielleicht sogar noch mal setzen. Das war jetzt ja, ein bisschen zu knapp gewesen. Jetzt ist jetzt gleich die Scharlachfäule ein, wenn ich aufpasse. Ah, geklappt. Jetzt mal wieder versuchen, so ein bisschen hinter ihn zu kommen. Oder seitlich geht auch. Da ist auch schon Blatt und wir kriegen hier Asche des Rotmähnenritter Ogat, eine ziemlich starke Asche und auch eine goldene Saat, die solltet ihr euch natürlich nicht entgehen lassen. Ja, wir sind hier in den Katakomben der Kriegsopfer, können jetzt hier gerade auch mal das Symbol wegmachen, das haben wir ja erledigt. Und die erreicht ihr, wenn ihr quasi General Radahn besiegt habt und hier einmal komplett über das ganze Feld reitet, ist hier hinten noch so eine Eingang zu einer Katakombe. Da könnt ihr dann die Tür aufmachen und so kommt ihr hierher. Ja, wenn euch interessiert, wo ich das Schwert her habe, das ist übrigens das Schwert von den Halbwolfsmensch Blight, habt ihr mit Sicherheit schon mal entdeckt oder gesehen. Und das hier ist sein Schwert. Entsprechend müsst ihr Blights Quest komplett erfüllen, um seine Waffe zu bekommen und auch sein Rüstungsset. Ich verlinke euch das Video hier gerade noch mal am Ende, da könnt ihr gerne mal reinklicken. Und da wird dann noch mal erklärt, wie ihr das Schwert und die Rüstung von ihm erhaltet. Alles klar, Leute, ich freue mich über euer Abo. Vielleicht lässt ihr auch mal ein Däumchen hoch, da fände ich riesig. Und dann sehen wir uns vielleicht beim nächsten Video. Adios, Leute, macht's gut, bis denn. Ciao, ciao.